Hey Leute, was geht ab? Heute geht's weiter mit einem Lego Ninjago Legacy Set und zwar mit der Nummer 70665 habe ich hier den Samurai Roboter. Das Set ist aus dem Jahr 2019, die Altersempfehlung von Lego ist 7 Jahre plus, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 14,99 € und dafür bekommt man genau 154 Teile. Aber das Set gibt es auch schon im freien Verkauf, da gibt es ein bisschen günstiger. Ein Link zu dem Angebot findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr über diesen Link bei Amazon einkauft, dann könnt ihr mich kostenlos unterstützen. Vielen Dank an alle Leute, die das schon gemacht haben. Im Set haben wir dann drei Minifiguren, die sehen wir hier unten schon mal. Und hier auf der Rückseite sehen wir noch einige Funktionen, die das Set dann zu bieten hat. Die testen wir aber gleich gemeinsam am aufgebauten Modell. Aber vorher werfen wir natürlich erstmal zusammen einen Blick in die Box und schauen mal, was hier alles drin ist. So, in der Box waren jetzt insgesamt drei Tüten, zudem haben wir hier noch einen Stickerbogen mit einigen Stickern. Und zudem haben wir hier noch die Anleitung, die sieht so aus und die hat insgesamt 45 Seiten. Und ich baue das Set jetzt mal kurz auf und wir hören uns dann gleich wieder. Also, bis gleich! So, fertig! Hier haben wir jetzt das aufgebaute Set. Für den Aufbau habe ich so circa 15 bis 20 Minuten gebraucht. Das geht eigentlich recht schnell, ist auch nicht besonders schwer. Aber der Aufbau hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ich muss sagen, der Mech ist besser geworden, als ich zuerst dachte. Dazu kommen wir aber erst später. Als erstes werfen wir mal einen kurzen Blick auf die Minifiguren. Gut, und dann starten wir hier mal mit der Nia in ihrem Samurai X Outfit. Sie hat hier eine Rüstung, die umschließt einmal komplett ihren Torso. Ich zeige euch das mal kurz von allen Seiten. Zudem trägt sie eben den typischen Samurai X Helm mit dem roten Visier. Sie hat ansonsten aber keine zusätzliche Ausrüstung. Sie hat natürlich ihren Mech, also ihren Roboter. Das reicht natürlich vollkommen aus, also besser bewaffnet kann man eigentlich gar nicht sein. An dem Mech gibt es aber noch ein paar goldene Katanas, die man zur Not, wenn man möchte, natürlich auch abnehmen kann und der Minifigur Nia hier in die Hände geben könnte. Das zeige ich euch nachher noch. Und hier sehen wir die Minifigur jetzt mal ohne die Rüstung und ich muss sagen, die sieht einfach nur grandios aus. Die Torsobedruckung sieht toll aus mit diesen ganzen goldenen Details, aber auch die Beinbedruckung ist toll mit dem goldenen Gürtel und hier wurden sogar die Füße bedruckt. Zudem sieht man hier schon mal das erste Gesicht, hier schaut die Nia ziemlich grimmig rein, aber von hinten werden wir gleich ein zweites Gesicht sehen, da lächelt sie ein bisschen, da ist ein bisschen freundlicher. Zudem sieht man hier eben noch die Rückenbedruckung, die auch wirklich sehr, sehr detailreich geworden ist, aber die sieht man leider nicht, wenn die Nia eben ihre Rüstung trägt. Und die nächsten beiden Minifiguren sind dann links einmal Knuckle. Er hat seine Knochenaxt in der Hand, die besteht aus zwei Teilen. Und rechts haben wir noch Cruncher, er ist ausgerüstet mit einem großen Schwert oder mit einem Säbel. Und hier sehen wir die beiden Figuren jetzt mal ohne Zubehör und die haben sich schon stark verändert im Vergleich zu den Originalfiguren aus 2011. Die Köpfe sind hier deutlich kleiner geworden als bei den alten Figuren. Die Körper sind so im Großen und Ganzen gleich geblieben. Die Bedruckung hat sich ein bisschen geändert. Also ihr seht schon, die Figuren haben eigentlich den komplett gleichen Körper. Sie unterscheiden sich bloß ein bisschen bei der Bedruckung. Wie gesagt, der größte Unterschied ist eben der komplette Kopf, der jetzt deutlich kleiner ist. Ich finde ihn aber trotzdem sehr detailreich und mir gefallen die neuen Köpfe richtig gut. Wir sehen hier auch viele Details, zum Beispiel bei Knuckle eben die Augenklappe, bei Cruncher fehlt schon ein Zahn eben im Gebiss, zudem eben die roten Augen, also ich finde, das sieht schon ziemlich cool aus. Beide Figuren haben auch noch eine Panzerung auf den Schultern, die werde ich nachher auch mal abnehmen und auch mal die Köpfe, dann können wir uns noch die Bedruckung auf den Torso anschauen. Hier sieht man die Figuren jetzt nochmal von hinten, da gibt es jetzt eigentlich nichts Spannendes, also hier sind sie nicht bedruckt, hier sieht man eben noch die Skelettkörper. Und bei Knuckle sieht man hier auch, dass die Stacheln auf dem Kopf jetzt ein separates Teil sind. Früher waren sie ja zusammen mit dem Kopf ein Teil. Und hier sehen wir beide Figuren jetzt nochmal ohne Kopf und da sieht man eben Unterschiede bei der Torsobedruckung. So, und dann kommen wir jetzt zum Samurai-Roboter an sich. Das Modell ist ca. 14 cm hoch, 4 cm lang und 11 cm breit. Und wie vorhin schon erwähnt, ich bin von dem Modell positiv überrascht worden, weil er ist zum einen recht beweglich und zum anderen noch super stabil und das zeige ich euch gleich mal. Der Mech verfügt wieder über kleine Kugelgelenke, wir sehen hier unten welche am Fußgelenk und hier oben an der Hüfte. Dadurch sind die Beine super beweglich und an den Armen haben wir sogar drei Kugelgelenke. Wir haben zum Beispiel eins hier am Handgelenk, sage ich mal, dann noch eins hier im Ellenbogen und noch ganz oben eins bei der Schulter. Das haben wir natürlich auch auf beiden Seiten und dadurch, dass der Mech eben auch nicht besonders schwer ist, kann man ihn in tolle Posen bringen und er steht dann auch recht stabil. Und das Tolle ist halt, man kann ihn wirklich sehr, sehr leicht ausbalancieren. Ihr seht hier, man kann ihn zum Beispiel ganz problemlos auf ein Bein stellen.
Und auch so eine Art Laufbewegung kann man problemlos mit ihm darstellen. Und jetzt können wir uns die Optik von dem Samurai-Roboter auch nochmal ein bisschen genauer anschauen. Die Farbkombi gefällt mir richtig gut. Dieses Rot passt sehr gut zu dem Gold und Schwarz. Wir haben im Unboxing auch gesehen, dass ein paar Aufkleber im Set enthalten waren. Zum Beispiel hier vorne haben wir einen Aufkleber. Auch das Symbol hier oben ist ein Aufkleber. Natürlich ist der Mech auch sehr gut bewaffnet. Wir sehen hier in der einen Hand hat er zwei goldene Katanas. Wie gesagt, die könnte man auch ganz leicht abnehmen und eben der Nia dann in die Hand geben. Und in der anderen Hand hat er noch ein großes Katana. Das wurde dann aus ein paar Teilen zusammengesteckt. Und das Lustige ist, das kann man theoretisch auch noch abnehmen und der Minifigur in die Hand geben. Weil der Griff hier unten, das ist ein Fernrohr und den kann man dann ganz leicht einer Minifigur in die Hand geben. Zum Beispiel hier der Nia. Das würde dann so aussehen. Als weitere Bewaffnung haben wir hier auf den Schultern dann noch zwei Start-Shooter. Zudem sieht man hier dann noch eine Fahne. Das ist auch wieder ein Aufkleber, genauso wie hier die Schulterplatten. Ich zeige euch das nochmal kurz von der anderen Seite, weil die Fahne ist von beiden Seiten beklebt. Und die Schulterplatten hat man natürlich auch auf beiden Seiten. Und zu guter Letzt können wir dann noch einen Blick in das Cockpit werfen. Dafür können wir diese Brustplatte nach vorne hin runterklappen. Und hier ist dann genug Platz für Nia eben, für Samurai X. Sie kann sich hier reinstellen. Die passt auch problemlos rein. Im Cockpit gibt es aber ansonsten nichts mehr zu entdecken. Also da gibt es keine Hebel und keine Schalter. Und so würde es dann aussehen, wenn die Nia hier eben im Cockpit sitzt oder steht. So, und normalerweise zeige ich euch ja immer das alte Modell im Vergleich zu dem neuen Modell. Ihr seht hier leider gerade nur die Verpackung von dem alten Samurai-Roboter. Den habe ich erst letztens bekommen und ich bin leider noch nicht dazu gekommen, den aufzubauen. Das werde ich aber auf jeden Fall noch machen. Und dann werde ich demnächst auch das Vergleichsvideo machen, wo ich dann die ganzen alten Sets mit den ganzen Legacy-Sets, also mit den neuen Sets, vergleichen werde. Gut, und das waren dann eigentlich schon mal alle Details und Funktionen von dem Set. Kommen wir noch kurz zu meinem Fazit. Und ich muss sagen, für 15 Euro kriegt man hier ordentlich was geboten. Wir bekommen drei extrem coole Minifiguren, zudem noch einen kleinen Mech, einen kleinen Roboter, der super beweglich ist, der super stabil ist, also mit dem kann man ordentlich was anfangen. Man kann coole Posen mit ihm darstellen, da fällt nichts ab, man hat viele Spielfunktionen, vor allem eben auch noch mit den Start-Shootern auf dem Rücken. Er kann natürlich nicht so ganz mit dem Original-Samurai-Roboter mithalten. Das Originalmodell aus dem Jahr 2012 hatte deutlich mehr Teile, deswegen ist es natürlich schwierig, die beiden Modelle zu vergleichen. Ich werde natürlich nochmal ein extra Video machen, wie gesagt, wo ich dann alle Legacy-Sets mit den alten Sets vergleichen werde. Und dann schauen wir uns auch nochmal die beiden Samurai-Roboter ein bisschen genauer an. Aber ich finde auf jeden Fall, für ein 15-Euro-Set bekommt man hier coole Sachen. Das ist aber natürlich alles nur meine Meinung. Ihr könnt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt natürlich kostenlos machen. Und das war's dann mal soweit von mir. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.